Liebe Geschwister im Herrn Jesus Christus, in der Betrachtung zur Companion Bible sind wir nun bei Anhang 181 angelangt. Die dispensationale Position des Buches der Apostelgeschichte. Erstens, der ursprüngliche Titel des Buches war wahrscheinlich einfach Apostelgeschichte. Praxeis wie Codex Sinaiticus, und es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass es seine menschliche Urheberschaft des Lukas, dem geliebten Arzt, Kolosser 4,14 verdankt. Die Überlieferung aus sehr früher Zeit schreibt es ihm zu. Eusebius, 300 nach Christus, sagt in seiner Kirchengeschichte: Lukas, ein Arzt, hat uns zwei inspirierte Bücher hinterlassen. Eines davon ist sein Evangelium, das andere seine Apostelgeschichte, die er nicht nach dem, was er vom anderen gehört hat, wie sein Evangelium, sondern nach dem, was er selbst gesehen hat, verfasst hat. Buch 3, Kapitel 4. Zweitens. Das Buch ist eine Aufzeichnung der Taten des Heiligen Geistes durch vor Gott ausgewählte Zeugen, C 41. 10,41, während der Zeit des letzten Angebots an die Kinder Israel zur nationalen Wiederherstellung und zum Segen unter der Bedingung der nationalen Reue und des Gehorsams. Im Alten Testament wurde das Angebot von den Vätern als Jehova durch die Propheten unterbreitet, Hebräer 1,1. Es wurde abgelehnt, Zacharia 7, also 12 bis 14. In den Evangelien wurde das Angebot im und durch den Sohn erneuert und erneut abgelehnt. Matthäus 23, 37 bis 39. Die Apostelgeschichte berichtet über den dritten und letzten Darbietung durch den Heiligen Geist und die endgültige Ablehnung durch das Volk. 28, Verse 25 bis 28 und Römer 11, 25. Von diesen auserwählten Zeugen wird kein einziges Werk erwähnt, das nicht durch Petrus und Johannes, der Zwölf, und später durch Paulus vollbracht wurde. Drittens. Die Gliederung, sie Appendix Seite 175, zeigt, dass das Buch aus zwei Hauptabschnitten besteht. Vergleiche die Gliederung von Jesaja, Jeremia, Hesekiel und so weiter, die jeweils in schöner Korrespondenz unterteilt sind. Siehe Detailgliederung. Der erste Teil, bestehend aus den ersten 12 Kapiteln nach der Einleitung, Kapitel 1, Vers 1 bis 5, betrifft das Zeugnis 1,8 der Apostel in Jerusalem, Judäa und Samarien. Appendix 180. Petrus, der Apostel der Beschneidung, Galater 2,7, ist die zentrale Figur, und dieser Abschnitt endet mit seiner Gefangennahme in Jerusalem im Jahre 44 nach Christus. Die zweite Abteilung, das heißt die letzte 16 Kapitel, setzt das Zeugnis bis an den äußersten Rand der Erde, Vergleich 1,8 und Kolosser 1,23, wobei Paulus die Hauptperson ist, Galater 2,7. Diese Abteilung endet mit seiner Gefangenschaft in Römer, in Rom, Kapitel 61 nach Christus, Appendix 180. Die Apostelgeschichte wurde höchstwahrscheinlich gegen Ende dieser Gefangenschaft, das heißt in den Jahren 62 bis 63 nach Christus, veröffentlicht. Der Zeitraum, auf den sich die gesamte Apostelgeschichte bezieht, ist also wie folgt. Von Pfingsten 29 nach Christus bis zum Passafest, Kapitel 12, Vers 3, 44 nach Christus, vom Pfingsten 46 nach Christus bis 61 nach Christus. Nacheinander von 29 nach Christus bis 61 nach Christus gleich 32 Jahre. Nach 4 mal 8 gleich 32 Jahre, Appendix 10.
Dies ist nicht zu verwechseln mit dem gesamten Zeitraum zwischen der Kreuzigung, dem Höhepunkt der nationalen Verwerfung des Herrn als Messias, und der Zerstörung Jerusalems durch Titus, nämlich von 29 nach Christus bis 69 nach Christus, das heißt 40 Jahre. Apostelgeschichte 10. Viertens. Die dispensationelle Lehre der Apostelgeschichte ist von tiefster Bedeutung und wird von den Strukturen deutlich dargelegt. Vergleiche auch Appendix 180. Im früheren Abschnitt war das Zeugnis der Zwölf, wie es von 2 Vers 5 bis zum Ende von Kapitel 12 aufgezeichnet wird, nur an Juden und Proselyten. 2,10, euch Juden zuerst, 3,26 und so weiter. Ihr Thema war, dass Jesus, der Nazaräer, der Messias ist. Vergleiche 2,31 und 36, 3 Vers 18 und 20, 4 Vers 10 und 26, 5 Vers 42, 8 Vers 5 und 37. Siehe Anmerkung 29. Wenn es um eine Anmerkung geht, hier meint das immer in der Companion Bibel selber. Die kann man kaufen oder gratis downloaden auf bibelkreis.ch oder ähnlichen Webseiten. In Damaskus, nach seiner Bekehrung, predigte Kerusso, Appendix 121,1. Saulus, Paulus, Jesus, siehe Anmerkung 29, in den Synagogen, dass er der Sohn Gottes ist und bewies, dass dieser der Christus selbst ist, das heißt Jesus als der Messias. Es gab keine Verkündigung an die Heiden als solche, siehe 11,3. Die Verkündigung des Wortes galt nur den Juden, 11,9, und den heidnischen Proselyten, dass der gekreuzigte Nazaräer, Jesus, in Wahrheit der Messias war, siehe Anmerkung 10,48. Die Dauer dieses Zeugnisses betrug etwa 15 Jahre, siehe oben und Appendix 180. Der zweite Teil der Apostelgeschichte berichtet über das Apostelamt des Paulus und sein Zeugnis, dass er Juden und Heiden gleichermaßen gab. Er war das auserwählte Gefäß, das vom Heiligen Geist ausgesondert wurde, um meinen Namen zu tragen vor Heiden und Königen und Söhnen Israel. Huionte Israel 9,15. Sein Thema war Jesus und die Auferstehung 17,18. Nicht Jesus als Messias, sondern Jesus Rettergott, der von den Toten auferweckt und durch die Auferstehung zum föderalen Haupt eines neuen Geschlechts von Wesen gemacht wurde, wie im Psalm 2, Vers 7 angekündigt. Vergleiche 13, 32 bis 39 und siehe die dortige Anmerkung in der Companion Bible. Dieses Zeugnis dauerte die 15 bis 16 Jahre, siehe 3 oben, das Wirken des Paulus und der mit ihm verbundenen bis zur Gefangennahme im Jahre 61 nach Christus. Und den Juden wurde der Vorrang gegeben, die Botschaft zu hören, 13,5 und 14 und 42 und 43, Kapitel 14,1, Kapitel 17,1 und 10 und 17, Kapitel 18, Vers 4, 7, 19, 26 und 19, Vers 8. Fünftens. Während des gesamten Zeitraums der Apostelgeschichte wurde das Zeugnis von den versprochenen Wundergaben begleitet. Markus 16,17. Weitere Stellen. Am Ende hörten diese Gaben auf, wie sich aus der Bedeutung von Philipper 2,26, 62 nach Christus, 1. Timotheus 5,23, 67 nach Christus, 2. Timotheus 4,20, siehe Appendix 180. Von da an wurde den Juden das Vorrecht der Verkündigung und des Zeugnisgebens, Jesaja 48,10, 44,8 und so weiter, genommen und das Heil Gottes, siehe Anmerkung
zu Jesaja 49, wurde zu den Heiden gesandt. Die Verkündigung erfolgte nun durch Zeugen aus allen Heiden, aus denen mein Name aufgerufen ist, natürlich einschließlich der jüdischen Glieder des Leibes. Sechstens. Da wir nun die ganze Abfolge der Tatsachen vor uns haben, vergleiche auch die Struktur, können wir den Fortschritt der Lehre, die Entwicklung der Dispensationslehre in der Apostelgeschichte sowie in den ergänzenden Kirchenbriefen des Paulus und die Grenze der streng hebräischen Briefe, Appendix 180, und die einleitenden Anmerkungen zu jedem verfolgen. Die Worte unseres Herrn in Johannes 16, 12 und 13 sind kostbar und präzise. Die Evangelien berichten, was der Herr zu tun und zu lehren begann, 1,1. Nach seiner Auferstehung fuhr er fort, von den Dingen des Reiches zu reden, Appendix 112. Und nach seiner Himmelfahrt wird die Lehre durch den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit, fortgesetzt, Johannes 14, Vers 16, 17, 26 und 15, 26, der in alle Wahrheit leiten soll, siehe Anmerkung in Johannes 16, 12 und 13. Während der Apostelgeschichte wurden die Gläubigen in viele Wahrheiten geführt. Wahrheiten, die dem vorausgingen, was zuvor offenbart worden war. Sie wurden in vielem unterwiesen, was sie nicht hatten ertragen können, bevor der Heilige Geist kam, um sie zu unterweisen. Aber sie waren noch nicht einmal in die ganze Wahrheit eingeweiht worden. Diese war vorbehalten und durfte erst nach dem Ende der Apostelgeschichte offenbart werden. Als die öffentliche Verkündigung des Reiches beendet war, siehe Anmerkung zum Epheserbrief, besonders Epheser, Philipper, Kolosser. Dann, zu Beginn dieser gegenwärtigen Zwischenzeit, in der Israel zum Teil verblendet ist, Römer 11, 25, begann die Gemeinde, die sein Leib ist, Epheser 1, 22 und 23, gebildet zu werden, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, Epheser 1, 6 und Anmerkung zu 15, 14. Wie oben dargelegt und wie die Tatsache zeigen, begann diese Kirche nicht zu Pfingsten, wie sie so häufig gelehrt und geglaubt wird. Anmerkung 1. Gesandt, ausgesandt, griechisch Apostello bedeutet die Sendung und den Auftrag und die Macht und die Autorität, die dahinter steht. Siehe dazu auch den Appendix 174.1. Im Herrn Jesus Christus, der ist, der war und der kommt, der Allmächtige. Zusammengestellt, wie immer, von unserem Bruder im Herrn, Antonino. Ganz herzlichen Dank. Dir will ich folgen, wohin.